Standing Ovations im Grundig-Stadion. Jeder der 1.395 Zuschauer, sogar die Gästefans, haben sich von ihren Plätzen erhoben, um Marek die letzte Ehre zu erweisen. Ich denke, heute war auch richtig gute Atmosphäre und wir wissen, die Zuschauer zum uns oder zum U23 kommen nicht so viel, aber trotzdem, für heutige Besuch Hut ab, weil ich denke, war echt genug Leute da und gibt es nichts Schöneres und nichts Besseres für mich, wie wieder vor, ich denke, 800 oder 1000 oder 1500 Leute sich verabschieden. Dieses Mal war das schon letzte Mal wie Spieler und ja, ich danke. Vor dem Spiel werden noch 5 weitere Spieler der U23 verabschiedet, aber Marek steht natürlich im Mittelpunkt. Symbolisch hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel. Ja, muss ich ehrlich sagen, die letzten Tage habe ich schon ein bisschen langsam überlegt. Die Ära geht zum Ende und irgendwann die Profikarriere ist schon im Ziel. Natürlich, heute früh war ich schon ein bisschen nervös. Und wenn habe ich rausgekommen zum Warmmachen, dann war das schon ein bisschen emotional, sage ich ganz ehrlich, aber okay. Ich weiß Bescheid oder wir wissen Bescheid, dieser Tag kommt und schade. Aber trotzdem, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, für die 9 Jahre in Nürnberg bei Club und das ich vergiss nie in meinem Leben. Die Abschiedsrunde nach dem Spiel dauert am Samstag etwas länger. Nicht nur die Mannschaftskollegen sagen Servus, auch jeder Fan will sich persönlich von Marek verabschieden. Doch der Publikumsliebling bleibt im Club ja erhalten, im Trainerstab. Ich bleibe bei U23 weiter. Und für mich kann sich nichts Besseres und Schöneres passieren, wie bei FCN weiterbleiben. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, ich finde die Chance. Und so wie wir das in die Zeiten, wenn war ich 9 Jahre Spieler, ich gebe auch jetzt nach der Fußballkarriere wieder Gas. Und für diesen Verein mache ich einfach alles, was ist möglich und für immer. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Kapitel. Marek Mintal als Trainer.